kommen jetzt an ein ganz anderes Thema, von der Komplementärmedizin zurück zur Chirurgie. Und ich freue mich, dass Herr Grösen mal ein neues, oder es ist kein neues Therapieverfahren, aber ein von uns wenig beachtetes Therapieverfahren vorstellt, was aber trotzdem für den einen oder anderen Patienten, im Vorfeld haben wir viel darüber schon diskutiert, für den einen oder anderen Patienten doch in Fragen kommen kann. Welche Möglichkeiten dahinter steckt, wird er uns jetzt ausreichend erklären. Ich freue mich. Lieber Ehrwald, lieber Herr Keller, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will zu Ihnen über ein Thema sprechen, was etwas in Vergessenheit geraten ist, und zwar der Cockpausch, ein Verfahren, was vor vielen Jahren von einem schwedischen Chirurgen erfunden worden ist. Und im Folgenden will ich diese fünf Aspekte mit Ihnen durchgeben. Was ist so ein Cockpausch überhaupt? Wann macht man es? Wie wird das angefertigt? Was sind die Ergebnisse? Und was muss man bei der Nachsorge beachten? Das ist so ein Cockpausch. Es ist zum einen ein Beutel aus Dünndarm, der aus drei Dünndarmschlingen, man verbraucht dafür ca. 30 bis 45 cm Dünndarm, gebildet wird, und der Auslass dieses Dünndarmbeutels geht wie ein Stoma nach außen. Das hier ist die Bauchdecke, hier guckt das Stoma ganz flach aus der Bauchdecke heraus, und bevor dieser Dünndarm zurück in diesen Beutel, in diesen Pouch hineingeht, ist er auf links gedreht, wie ein Ventil. Und das ist der Hauptclou dieses Verfahrens. Dieses Ventil hier dichtet den Pouch ab. Das heißt, wenn hier Luft, Stuhlgang, Flüssigkeit, sonst was drin ist, kann das hier nicht raus. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was soll der Quatsch? Das kann doch nicht drinnen bleiben. Natürlich wird das auch herausbefordert, und zwar dadurch, dass der Betroffene hier einen kleinen Schlauch einsteckt, der ungefähr so dick ist wie ein Kugelschreiber, über den er das dann 3 bis 5 Mal am Tag in die Toilette hinein entleeren kann. Den Rest der Zeit klebt hier kein Stomabeutel, wie Sie, der ein oder andere von Ihnen das vielleicht kennt, sondern nur ein kleines Pflaster. Und das ist vollkommen dicht, da kommt nichts raus. Frauen können hautenge Sachen tragen, man sieht das von außen gar nicht. Das ist Professor Niels Koch, der dieses Verfahren in den 60er, 70er Jahren entwickelt und dann auch sehr viel durchgeführt hat. Ich habe in meiner Sprechstunde einige, mittlerweile eine etwas ältere Frauen, die als junge Frauen extra nach Schweden geflogen waren, als das ganz neu war, das Verfahren, und sich von ihm operiert haben lassen. Das ist im Schnitt so 30 Jahre her, und das funktioniert seitdem relativ gut. 1969 hat er das publiziert, und in den 70er, 80er Jahren sind die meisten dieser Kochschen Taschen, so kann man den Cockpouch auch nennen, entwickelt bzw. angelegt worden. Wann macht man das? Wann kommt das überhaupt in Frage? In allererster Linie bei der Colitis ulcerosa, bei der familiären oder dermatösen Polyposis coli, bei Menschen, die an ganz vielen Stellen im Dickdarm Krebs entwickelt haben, dann für manche Menschen, die unter einem Morbus Crohn alleinig des Dickdarms leiden, und das ist heutzutage die Hauptindikation geworden, wenn ein ilioanaler Pouch aus den unterschiedlichsten Gründen nicht funktioniert, kann man den auch in einen solchen Cockpouch umwandeln. Was sind die Indikationen bei der Colitis ulcerosa genau? Dann, wenn keine Medikamente mehr funktionieren, wenn Darmkrebs sich entwickelt hat, wenn Vorstufen von Darmkrebs sich entwickelt haben oder auch im Notfall, wenn der Darm so stark blutet, dass man dauernd Blutübertragung geben muss, wenn er durchbricht, oder aber wenn ein sogenannter toxischer Verlauf, das ist eine schwerste Blutvergiftung, im Rahmen einer Colitis ulcerosa entstehen. So sieht so ein kaputter Colitis ulcerosa Darm aus. Dann, so sehen die endoskopischen Befunde aus. Dann Patienten, die an vielen Stellen Darmkrebs haben, ist eine weitere Indikation. Und die Colitis Crohn. Aber das geht nur dann beim Morbus Crohn, wenn das wirklich nur auf den Dickdarm beschränkt ist, wenn kein Dünndarm befallen ist und vor allen Dingen, wenn am Dünndarm noch nie Fisteln waren. Und man muss jeden sehr genau aufklären, weil beim Morbus Crohn funktioniert das nicht ganz so gut. Bei der Colitis ulcerosa funktioniert der Cockpouch bei 90% aller Patienten, beim Morbus Crohn sind es leider nur 80%. Nichtsdestotrotz, 80% erlangen hiermit eine gute Qualität. Dann hatte ich erwähnt, ein Versagen eines ilioanalen Pouches, oder es gibt ja auch die Situation, dass man gar keinen ilioanalen Pouch anlegen kann, aus technischen Gründen, weil die Gefäße, die den Dünndarm versorgen, nicht bis zum After runterreichen. Und in diesen Situationen ist der Cockpouch auch eine Alternative. Das ist die chronische Pouchitis, also die Pouchitis, die sich so schlimm im Pouch festgesetzt hat, dass sie nicht mehr zu behandeln ist. Dann Menschen, die eine ausgeprägte Stuhlinkontinenz entwickelt haben, Fisteln, Abszesse,
Das mit der Gefäßlänge hatte ich schon erwähnt, Schließmuskelschaden. Und manche Patienten kommen auch von vornherein mit dem Wunsch, gar keinen iguanalen Pouch oder ein endständiges Trauma haben zu wollen, sondern gleich einen Cockpouch bekommen zu wollen. Das ist die aktuelle Standardtherapie zur Therapie der Colitis ulcerosa, dass man den kompletten Dickdarm entfernt und dann aus den letzten 30 cm des Dünndarms einen sogenannten Ilium-J-Pouch anlegt, der direkt am After angeschlossen wird. Dieses Verfahren ist sehr gut, hilft auch 90% der Patienten mit einer guten Lebensqualität weiterzuleben. Aber in 10% geht es nicht, aus den gerade eben genannten Gründen. Alternativen dazu ist natürlich auch, den Dickdarm komplett zu entfernen und gar nichts hier unten anzuschließen und ein endständiges Iliostoma zu bilden. Ist das eine Option? Ja, das ist sehr wohl eine Option. Wenn man die Lebensqualität vergleicht, ein Ilium Pouch gegen ein Stoma, so sind die Qualitäten der Lebensqualität, Körperfunktion, emotionale Stabilität, soziale Aktivitäten, geistige Gesundheit, Vitalität, Schmerzen, Krankheitsausfälle und so weiter, absolut gleich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass man ein Stoma hat oder nicht. Also das Körpergefühl ist natürlich viel anders, wenn man kein Stoma hat. Aber wenn man die Lebensqualität im Alltag sieht, gibt es da sogar kaum einen Unterschied. So, nun zum Cockpouch zurück. Wie wird das überhaupt gemacht? Man legt drei Darmschlingen nebeneinander, die dann der Länge nach aufgeschlitzt und miteinander vernäht werden. Wenn ich so einen Cockpouch konstruiere, sage ich zu meinen Leuten immer, gefühlt vernäht man hier einen halben Kilometer Faden, wenn man das macht. Also es ist vom Handwerklichen her ein recht aufwendiger Eingriff. Das Ganze wird dann längs aufgeschlitzt und dann kommt der Hauptclou, dass dieses Ventil, man nennt das auch Nippel, gebildet wird, weil das ist der Hauptpunkt, der Hauptaspekt bei diesem Verfahren, was das auch funktionieren lässt. Damit dieses Ventil nicht gleich wieder zurückschnellt, man dreht den Darm auf links und das mag der eigentlich gar nicht, fixiert man ihn mit mehreren Titanklemmerchen und so sieht das dann im Endeffekt aus, wenn das fertig gebildet ist. Und dieser Auslass, der wird dann aus der Haut oben ausgeleitet. So sieht das dann im Endeffekt aus. Hier ist auch gleich so ein Katheter eingelegt, der dann den Pouch nach außen ausleitet. Und das ist wirklich komplett dicht, wenn wir so einen Cockpouch auf dem OP-Tisch konstruieren. Testen wir natürlich, ob das Ventil auch funktioniert. Und wenn man den dann prall mit Luft füllt und diesen Katheter rauszieht, ist das wirklich wie ein Handball, der absolut dicht bleibt. Und erst wenn man den Katheter wieder reinsteckt, entleert sich das Ganze. Also das vom technischen Ansatz her funktioniert das sehr gut. Das ist ein Zeitgenosse von Niels Koch, Dr. William Barnett aus den Staaten. Der hat eine kleine Variante dieser Kochschen Tasche entwickelt, die hier oben durch die Gefäßaufhängung des Dünndarms hindurchgeht und dadurch verhindern soll, dass dieses Ventil wieder zurückflutscht. Ich selber habe dieses Verfahren auch eine Weile gemacht, aber hier gibt es Komplikationen, die wir bei der Cochschen Tasche nicht sehen, deswegen habe ich persönlich dieses Verfahren wieder verlassen. So sieht das dann aus, wenn das fertiggestellt ist. Es ist noch komplizierter, noch aufwendiger zu machen als der Cockpouch. Ich bin zu der einfacheren Variante von Niels Koch wieder zurückgekehrt. Dann hat der Ecker aus Waren an der Müritz, der jetzt mittlerweile leider in Rente ist, aber der für den Cockpouch die letzten 20 Jahre die Fahne hochgehalten hat, hier eine sehr schöne Arbeit einmal publiziert, wie man aus einem J-Pouch einen Cockpouch machen kann, weil gerade unter dieser Indikation ist das eigentlich eine sehr charmante Lösung, weil man muss den J-Pouch nicht wegschmeißen, wenn der nicht funktioniert. Ja, man kann den dann umwandeln zu einem J-Pouch und das bedeutet 30 cm Dünndarm gerettet. Insofern ist gerade für Menschen, die keinen J-Pouch mehr haben können oder wollen, das eine sehr schöne Alternative, den vorhandenen Pouch so umzubauen, dass man ihn nicht vernichten, nicht wegschmeißen muss. Und das sind so ein paar Varianten, wie man das macht. Hier wird der ehemalige Einlass dann zum Auslass umfunktioniert. Dort gibt es mehrere Spielarten, das wird es zu weit führen, Ihnen das im Detail zu erklären. Nur, dass Sie es mal gesehen haben, dass man aus einem bestehenden J-Pouch auch einen Cockpouch konstruieren kann. Hier noch eine weitere Variante, wie man das bauen kann. Manchmal muss man auch gerade bei Menschen, die sehr häufig schon voroperiert worden sind, sehr besondere individuelle Lösungen finden. Da ist beim Operieren manchmal auch Erfindungsgeist des Chirurgen gefragt. So, jetzt das Wichtigste, wie sind die Ergebnisse? Was kommt hinten raus? Das ist in der Darmchirurgie das Allerwichtigste.
ein großes Problem beim Cockpouch ist, deswegen ist er auch verlassen worden oder etwas in Vergessenheit geraten ist, dass es ein OP-Verfahren ist, was viele Komplikationen hat. Das Hauptkomplikation, hier auf Englisch Valve Slippage, das ist, dass das Ventil wieder aufgeht. Ich habe es ja schon ein paar Mal gerade angedeutet, der Dünndarm mag das nicht auf links gedreht zu sein, der will wieder zurück und das passiert leider bei einem Drittel aller Patienten. Ein weiterer Anteil kann Stomabrüche bekommen, also gibt es eine ganze Zahl von verschiedenen Komplikationen, Abszesse, Verengungen und so weiter, die hier entstehen können. Und gut, jeder zweite Patient muss mindestens einmal nochmal nachoperiert werden. Bei den allermeisten funktioniert das dann nach ein, zwei Nachoperationen und wenn das nach ein bis zwei Jahren gut funktioniert, dann bleibt das auch so. Wie gesagt, ich habe Ihnen von meinen Patientinnen berichtet, die noch von Niels Koch selber operiert worden sind, die haben arztfreies 30-jähriges Leben hinter sich gehabt. So sieht der Langzeitverlauf aus, das zeigt das auch sehr schön, diese Arbeit aus Schweden, wie wenn die ersten 5 Jahre überstanden sind, dann bleibt der Cockpouch auch im Langzeitverlauf bestehen. Dann Spätkomplikationen, auch hier kann es eine Pouchitis geben, die gibt es hier allerdings ein klein wenig seltener als beim Ilium-J-Pouch. Beim Cockpouch ist es natürlich sehr schön zu behandeln, man steckt ein Antibiotika-Zäpfchen in den Cockpouch rein und das kann nicht wieder raus. Wenn man das in den After reinsteckt, dann will das sehr schnell wieder raus. Insofern kann das Medikament etwas besser wirken, also insofern ist die auch etwas besser zu behandeln. Das kann es da aber auch geben. Dann Morbus Crohn, sagte ich, funktioniert nicht ganz so gut. Das zeigt diese Arbeit hier. Das hier oben, das sind die Patienten, die wegen einer Colitis ulcerosa oder wegen einer familiären Polyposis ihren Cockpouch erhalten haben. Das funktioniert wesentlich besser als die, die einen Morbus Crohn haben. Wobei meine persönlichen Ergebnisse hier mit der Kurve deutlich besser verlaufen bei Morbus Crohn. Hier ist das nicht ganz so gut. Es sind aber auch sehr, sehr wenig Patienten. Das waren nur 47 Patienten insgesamt. Dann Lebensqualität. Diese Studie hat verglichen ein normales Stoma, das ist das hier, Endiliostomie und hier Kontinentiliostomie. Und wenn man das miteinander vergleicht, so benötigen diese Patienten weniger Mittel, um den Stuhl einzudecken. Sie haben insgesamt eine deutlich bessere Funktion und die meisten würden einen Pouch auch im weiteren Verlauf weiterempfehlen. Ansonsten, wenn man das weiterhin vergleicht, wie oft muss so ein Pouch entleert werden, beziehungsweise ein Stomabeutel entleert werden, dort ist der Cockpouch deutlich besser. Also in fast allen Qualitäten kommt der Cockpouch in dieser Studie deutlich besser weg als ein endständiges Iliostoma. Das ist nochmal dieser Barnett-Pouch, der letztendlich von seiner Funktion her ähnlich wie der Cockpouch auch sich darstellt. Hier auch nochmal mit den funktionellen Ergebnissen, hier auch eine schöne Studie, die das mit der Indikation verglichen hat. Das funktioniert in allen Fällen eigentlich sehr schön. Und wenn man das hier sich anschaut, in wie viel Prozent das besser war, hier gut 80-90% aller Patienten finden es deutlich besser als vorher im Vergleich zu den anderen Indikationen. Dann, wie oft muss ein solcher Pouch entleert werden? Die allermeisten Patienten entleeren diesen Pouch 3 bis 5 Mal am Tag, ganz wenige nur einmal am Tag. Das heißt also, man ist nicht so häufig auf eine Toilette angewiesen. Wann macht man das, wenn man ein gewisses Druckgefühl in der Bauchhöhle bekommt? Das sind meine eigenen Erfahrungen. Wir haben das Ende letzten Jahres einmal zusammengefasst. Wir hatten bis zu dem Zeitpunkt 52 dieser Cockpouch angelegt. 90% waren in guter Funktion. Bei 7 Patienten mussten wir den Pouch leider wieder entfernen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber auch wir mussten in 50% wegen größerer Komplikationen die Patienten nochmal operieren. Und 9% mussten sogar mehr als 2-mal operieren. Und das ist ein Verfahren, was einen auch als Chirurg auf eine emotionale Probe stellt. Und es ist ja nicht so, dass das an einem Chirurgen spurlos vorübergeht, wenn es einem Patienten nicht gut geht. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein paar Mal kurz davor, das Verfahren nicht mehr durchzuführen. Wie sieht es mit der Nachsorge aus? Das funktioniert nicht von alleine sofort. 14 Tage lang darf man sich nur flüssig ernähren. Und dann in dieser Zeit bleibt der Katheter auch fest im Cockpouch eingenäht. Und dann wird dieser Pouch langsam auftrainiert. Ab der dritten Woche wird er dann 2-mal für 1 Stunde rausgenommen, dann in der nächsten Woche 2-mal für 2 Stunden und so weiter, bis man dann nach 10 Wochen circa nur noch alle 8 Stunden den Katheter in den Cockpouch hineinsteckt.
So sieht so ein Cockpouch von innen aus, im Menschen. Hier sieht man die Nähte von den zusammengenähten Darmschlingen und hier sieht man, wie das Endoskop, hier sieht man es noch schöner, wie das Endoskop in dem Cockpouch-Ventil drin steckt und das Ganze abdichtet. Ne? Das ist dieses Ventil, was diesen Pouch dann nach innen abdichtet. Wer sich da auch mal ein bisschen näher informieren will, kann gerne mal auf diesen Blog gehen. Dieser Blog ist von einer Patientin von uns, die sehr, sehr offen damit umgeht. Die war damit auch schon in Spiegel Online und Spiegel TV und so weiter. Sie finden das über Liebesklang und Cockpouch, wenn Sie das in Google einfinden. Und die geht da sehr, sehr offen mit um. Die ist ich darf das erzählen, ich habe sie gefragt, ist als junges Mädchen, nachdem sie bereits in einem anderen Krankenhaus schon eine Dickdarmentfernung bekommen hatte, zu mir gekommen und ich habe ihr die verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt, normaler Pouch, Cockpouch, Stoma und so weiter. Und sie wollte das haben, musste auch dreimal operiert werden und vor dem dritten Mal habe ich sie gefragt, warum wollen Sie das denn jetzt machen? Ich mache Ihnen wieder ein Stoma, damit haben Sie doch auch eine gute Lebensqualität. Und da hat sie was sehr, für mich sehr Prägnantes gesagt. Ja, ich will den haben, weil ich kann damit nachts feiern gehen, ich kann hautenge Sachen tragen, das macht keine Geräusche, das riecht nicht. Und ich dachte, pff, ja gut, okay, dann machen wir es halt nochmal. Das war vor, ich glaube, 6, 7 Jahren und seitdem funktioniert der Cockpouch auch gut. Sie hat darum gekämpft, obwohl sie auch einen Morbus Crohn hat. Und das beeindruckt mich auch immer so, Patienten, die das einmal hatten und das hat eine Weile gut funktioniert, nehmen das dann auch gerne in Kauf, weil sie wissen, wie gut die Lebensqualität mit einem solchen Cockpouch sein kann. Ich darf zusammenfassen, der Cockpouch ist nicht der Stein der Weisen, aber es ist in der Therapie für Patienten, die ihren kompletten Dickdarm entfernt bekommen müssen, eine sehr wertvolle Alternative. Es ist aber ein Reserveverfahren. Der Ilium-J-Pouch ist nach wie vor das Beste, was wir Menschen, die dafür in Frage kommen und die eine Dickdarmentfernung benötigen, haben. Das ist einfach so. Sehr schön ist es, wenn man einen J-Pouch umwandeln kann, weil dadurch kein Darm vernichtet werden muss, für die Nahrungsaufnahme, Vitaminaufnahme und so weiter nicht verloren geht. Es ist allerdings sehr, sehr komplex. Und es hat eine ausgeprägte Lernkurve von den Chirurgen. Das dauert wirklich lange, bis man das als Chirurg kann. Und im Endeffekt kann man aber doch für die allermeisten Patienten im Langzeitverlauf eine sehr schöne Lebensqualität erreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für den schönen Vortrag zum Cockpouch. Gibt es da von Ihrer Seite Fragen? Ja, Frau Kaltz. Ja, eine. Herr Krösen, die haben eben als Indikation bei ilionalem Pouch chronische Pouchitis genannt. Wenn die Patienten mit chronischer Pouchitis einen Cockpouch bekommen, wandeln sie den total entzündeten Cockpouch um oder machen dann einen neuen? Den muss man leider verwerfen, den kann man leider nicht dafür nehmen. Das ist die einzige Form, bei der man das nicht erhalten kann. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas diskutiert, einen Cockpouch zu machen, das ist ja was viele Ärzte auch gar nicht so kennen. Ja, ich schließe mich damit ein. Ich habe selber gar keinen Patienten mit einem Cockpouch. Ich habe auch noch nie einen Patienten mit einem Cockpouch gesehen, ehrlicherweise, was ja doch was Seltenes ist. Wie kann ich den darüber aufklären und wie kann ich mit dem Patienten darüber reden? Wann sollen wir sie zu Ihnen schicken zur Aufklärung? Können Sie uns da so ein bisschen auf wichtig ist, dass man wirklich zum Patienten extrem ehrlich ist, auch über die Komplikationen. Das verheimliche ich nie. Also ich kläre jeden wirklich sehr brutal auf, was an Komplikationen auftreten kann und auch, dass es so häufig auftreten kann. Ja, das muss der Patient wissen, bevor er sich dafür entscheidet. Ja? Und ansonsten müssen Sie ihm halt diese drei Verfahren aufzählen. Ich denke, der Ilium-J-Pouch ist wirklich das Beste von den drei Verfahren, die wir haben. Und wenn das jemand nicht möchte, weil er verängstigt ist oder Angst vor Komplikationen hat, kommt nur das endständige Iliostoma und ein Cockpouch an. Ich handhabe es dann meistens so, weil ich mache ungern alles auf einmal, also die komplette Dickdarmentfernung und gleich den Cockpouch anlegen, weil das ist wirklich eine Riesen-OP dann. Die dauert 9, 10 Stunden dann. Und das ist sehr viel für einen Patienten, der gerade in einer schweren Erkrankung noch steckt. Also ich mache es meistens so, dass wir den Dickdarm entfernen und ein endständiges Stoma anlegen, dann ein Jahr warten und wenn dann ein Mensch, ein Betroffener das immer noch haben will, dann machen wir das als alleinige Operation. Ja.
Also wichtig ist, dass Sie nur die Komplikationsrate auftragen, aber auch, dass es eine Alternative ist, ohne einen Beutel ständig tragen zu müssen, zu leben. Das sieht man wirklich gar nicht. Das ist, die Position wird auch so gewandt, so angelegt, dass das hier ganz tief im rechten Unterbauch liegt, sodass man das sogar mit einer kleinen Bikinihose oder Badehose verstecken kann. Also man sieht von außen gar nichts mehr. Ja, hier vorne. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag und auch die offen und ehrliche Ansprache der Komplikationen. Jetzt ist es ja etwas Seltenes, was eine hohe Komplikationsrate hat und wahrscheinlich ein hohes chirurgisches Geschick verlangt. Das ist dann immer schwierig. Wer kann das überhaupt in Deutschland? Also in Deutschland macht es außer uns in Köln-Porz Professor Ecker nach wie vor, weil er reist über die Lande und als Art Flying Doctor und bietet das in allen Krankenhäusern an, zum Beispiel bei Ihnen in der Nähe in Leonberg beim Professor Steurer. Aber es sollte auch nicht in zu viele chirurgische Hände hineingehen, weil die Lernkurve ist wirklich lang. Und glauben Sie, ich war wirklich kurz davor, das aufzuhören, weil das für mich so frustrierend war. Ja. Aber ich denke, mittlerweile haben wir da recht gute Ergebnisse. Und selbst wir, obwohl wir einer der wenigen, von denen ich weiß, in Deutschland sind, die das noch machen, machen auch nicht mehr als 10 Cockpausch pro Jahr. Ja, nochmal herzlichen Dank. Ich meine, wir sprechen, vielleicht muss man nochmal betonen, für alle, die hier sitzen, ist eine besondere Situation beim Patienten, der eine Colitis hat oder einen schweren Crohn im Dickdarm. Über diese Patienten reden wir, wo wir medikamentös oder aufgrund anderer Gründe, wenn eine Krebsentstehung oder sowas da ist, über die Entfernung des Dickdarms und dann ein Ersatzverfahren reden. Das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Und es ist schön, dass wir jetzt für mich, ich habe auch einiges dazugelernt heute, auch noch ein zusätzliches Repertoire haben, was wir den Patienten anbieten können. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir viel mehr darüber reden, über den Cockpouch, wie alle das sagen. Frau Kalz hat noch was, ja? Eine Frage, die hat eine Patientin mir gestellt, also eine Mitbetroffene. Sie meinte, sie wäre jetzt so Mitte 50, überlegt, ob sie ihren iliolaren Pouch aufgeben soll. Aber sie hat dann den Gedanken, wie kompliziert ist das, den Katheter einzuführen. Also in der Situation, wenn man selbst vielleicht älter wird, pflegebedürftig, ist das kompliziert oder kann das jeder? Es ist nicht komplizierter, als eine Stomaversorgung anzulegen. Also wenn jemand ein Stoma ansonsten hat, habt ihr der eine oder andere vielleicht auch die Bedenken, dass das im Alter etwas schwieriger wird. Aber das geht schon. Es geht nur nicht bei jedem Körperbau. Also jemand, der sehr beleibt ist, bei dem geht das Verfahren leider nicht, weil sich dann der Katheter in der Fettschicht der Bauchdecke verfangen kann. Und man muss einigermaßen schlank sein dafür. Ja, vielen Dank, Herr Grösen.